Am 2. März hat das Studienparlament über einen Antrag auf Neuwahlen abgestimmt. Wir von Univision waren direkt vor Ort und haben die verschiedenen Hochschulgruppen zu ihrer Haltung befragt. Nach den Wahlergebnissen, die dieses Jahr kamen, haben sich verschiedene Gruppen zusammengesetzt und haben miteinander geredet, aber es kam zu keiner Einigung. Und weil es zu keiner Einigung kam und keine Koalition zustande kam, haben wir es beantragt, dass Neuwahlen durchgeführt werden. Wir alle unsere Kräfte daran setzen, nochmal einen tollen Wahlkampf hinzulegen und gute neue Wahlen durchzuführen. Wenn es abgelehnt wird, dann müssen wir halt nochmal in weitere Gespräche gehen und schauen, was sich da ergibt. Wir unterstützen den Antrag, weil das die einzige Möglichkeit ist, aus unserer Perspektive einen Aster zu bilden. Denn so wie die Mehrheitsverhältnisse im Moment sind, hat sich gezeigt, dass es keine Koalition zustande kommt. Gut, wir sind halt in Koalitionsverhandlungen gegangen, also wir als Grüne Hochschulgruppe, auch mit den Jusos zusammen, auch mit anderen Gruppen. Aber es hat sich einfach in mehreren Verhandlungen gezeigt, dass nichts zu machen ist und die Koalition, die wir anstreben, eine Fortführung der linken Koalition jetzt wie bisher, dieser Koalition fehlt genau ein Sitz, eine Stimme. Ja, grundsätzlich ist unsere Meinung als RCDS und auch meine persönliche, dass man nicht so lange ein Parlament wählen kann, bis es einem das Ergebnis passt. Es ist ja ein klarer Auftrag da der Wählerschaft, dass ja, sich eine Koalition finden soll und immer wieder zu wählen, bis einem irgendwann mal das Ergebnis schmeckt, ist nicht unbedingt demokratisch. Und ich glaube auch, dass man der Demokratie keinen Gefallen tun würde, wenn man jetzt nochmal wählt und dann im Januar nochmal und vielleicht danach nochmal, bis es irgendwann mal dazu reicht, dass sich die Gruppen zusammenfinden. Also letztendlich müssen Kompromisse gefunden werden. Ich kann für den Nerd Campus sagen, dass wir dem nicht zustimmen werden, weil wir neue Wahlen für schwachsinnig halten. Allerdings ist das eine Stimme von 63. Als ADF werden wir den Antrag heute ablehnen, weil wir glauben, dass es noch Möglichkeiten gibt bei den Verhandlungen. Wir hoffen, dass sich die Gruppen Juso, HSG und GHG von der Einstellung entfernen, dass sie auf Biegen und Brechen zusammen in den Aster wollen. Denn wenn das Studierendenparlament sich heute auflöst, dann haben wir Neuwahlen erst gegen Ende des Sommersemesters. So hat es uns die Rechtsabteilung zumindest beantwortet. Und die Studierendenschaft wäre ganz, ganz lange ohne Vertretung. Und bevor das eintritt, wollen wir erstmal versuchen, jetzt noch einen Aster aufzustellen. In der anschließenden Abstimmung wurde der Antrag abgelehnt und die Sitzung auf den 16.03. vertagt.